Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bausimulator 2025. So, jetzt machen wir hier genau das gleiche. Achso, hier gibt es ja auch wieder dieses Ding. Ah, wobei, nee, hier fällt gar nicht so sehr auf. Da können wir einfach so lassen. Hier könnte man einen Block hin machen, aber pff, drauf geschissen. Das fällt niemanden auf. Habe ich jetzt einfach mal beschlossen. So, du nach da und du nach da. Das hat ja gut funktioniert. Blödes Gras. So, schaut besser. Kopieren. Einfügen. Füge dich dem Schicksal. Was? Wie wo? Wie kann das passieren? Filament. Gib mir mal die Blocks. Die Blockflöte. Wo sind sie denn? Hallo, da. Herr damit. Dankeschön. Son of a bitch. Ich glaube, es hackt hier. Richtig? Blöd, dass man das mit der Shift-Taste machen muss, dieses Kopieren. Und wenn man halt im Flugmodus ist, ist die Shift-Taste ja auch bei mir. Das, womit man runtergeht. Fragt nicht warum. Ist halt so. Ich habe halt gerne die gleiche Tastenbelegung für verschiedene Spiele, mit mich immer wieder umgewöhnen muss. Und ja, mit der Shift-Taste zu ducken, ist halt der Standard bei GZ Doom. Und ja, dementsprechend habe ich das dann auch bei MyTest gemacht. Genauso wie auch Spring auch bei mir die Shift-Taste ist. Habe ich gerade gesagt, dass Schleichen nicht die Shift-Taste ist? Nee. Also, Springen ist die Shift-Taste, also hoch. Schleichen ist die Q-Taste. Weil ich das bei Doom so habe. So, damit ist die Wanne schon mal fertig. Dann müssen wir nochmal gucken, wie wir die Stützen machen. Ich würde die Stützen einfach so nah wie möglich am Wasser machen, das ja relativ groß hier ist. Ich sehe gerade, hier ist alles im Wasser. Ich meine, eine Stütze müsste eigentlich reichen. So groß ist das nicht. Und ist ja ein solides Bauwerk. Also eine Stütze in der Mitte sollte vollkommen ausreichen. Das heißt folgendes. Die Straße ist... ich mach mal bis da. Bam. Bam. Machen wir zwei so eine Pfeiler. Oder machen wir eine durchgehende Konstruktion. Oder zwei dickere Pfeiler. Ungefähr so. Ja, ich glaube, ich mache nur zwei dünne Pfeiler. Das heißt, das kommt so. Jetzt brauchen wir noch die anderen Dinger. Die 45 Grad schrägen. Ist das ein Wort? Ich habe keine Ahnung. Da war halt. Da. So. Du kommst nach da und da. Du nach da und da. Und du kommst nach da und da. Und nach da und da. Und jetzt haben wir hier einfach schön runtergehend zwei massive Betonpfosten bis nach da oben. So, und das Ganze dann hier auch noch mal da. So, hier haben wir dann der da. Das sieht wunderbar aus. Das sieht sehr gut aus. Schnieke. Das sollte als tragende Struktur auf jeden Fall reichen. Wunderbar. Gut, damit ist die erste Brücke schon mal fertig. Ist aber auch die größte Brücke. Das sieht doch gut aus. Nice. So, jetzt müssen wir noch die andere Brücke bauen, die, warum die war. Achso, hier ist auch noch ein bisschen freischwebend. Achso, das war das Ding hier. Okay. Fand ich irgendwo noch eine Brücke, die ich bauen musste?
Ach doch, da vorne. Ja, genau hier. Hier müssen wir später auch noch eine Brücke bauen. Okay, das heißt, hier müssen wir auch noch eine. Naja, müssen wir nicht. Wir können eigentlich, können wir. Die Frage ist sowieso, auf welcher Höhe kommen wir eigentlich dahin? Weil hier geht es ja wieder runter. Das heißt, ich könnte hier eigentlich einfach eine Schneise reinschneiden. Daher der Name, Schneise. You know what I mean? Wir kommen hier rauf, auch rauf, 12,5. So, 12,5, was ist da unten? Achso, die Bahntrasse. 12,5 ist sogar noch tiefer. Ah, wobei, nee, gar nicht mal so viel tiefer. Das heißt, ich könnte wirklich einfach hier lang schneiden komplett. Also gar nicht nach oben oder unten gehen. Das wäre dann, wenn wir dann quasi, wenn wir denn hier. Bin ich verwirrt? Genau, wenn wir hier quasi einfach komplett durchgehen. Frage ist, mache ich das dann überdacht, dass es hier so eine Art Tunnel ist, oder mache ich das wirklich komplett offen? Da bin ich offen gesagt offen für alles. Ich glaube, ich gehe doch schon hin mit nach oben und dann doch so. So, an die Landschaft angepasst, dürfte wahrscheinlich besser aussehen, als einfach gerade durchschneiden, macht keinen Sinn. Bei Gleisen mache ich das gerne, weil ne, Züge, die mögen nicht so sehr Steigungen und Gefälle. Aber bei Straßen, da mache ich schon, dass ich mich hier an der Landschaft richte. Okay. Nichtsdestotrotz müssen wir also erstmal hier das Ding hier bauen. Das heißt, ich würde, da das ja keine wirkliche Brücke ist, auf jeden Fall erstmal hier. Ich glaube, ich mache hier einfach massiv, ne? Könnte helfen. Nee, ich mach doch nicht massiv. Ich mache auch als Brücke. Und die Brücke sind schon wieder leer. Holy Wackamoli. So, ich brauche also hier ein Segment. Nee, brauche ich gar nicht. Muss einfach nur hier erstmal weiterziehen. So. Ah, sogar auf gleicher Höhe. Sehr freundlich. Hey. Gut. Jetzt kommt's. Du noch da. Du nach da. Und du nach da. Was ist passiert? Wie konnte das geschehen? Du nach da. Habe ich auch falsch gemacht? Nee, da ist richtig. So. Jetzt erstmal. Ja, wunderbar. Und jetzt kopiere ich das Ganze. Ich bin zu tief. Ja, so ist richtig. Und so. Okay. Jetzt muss ich das Ganze langziehen nach wieder plus Z und es wird dunkel. Warum wird es dunkel? Ich hasse es, wenn es dunkel wird. So, das reicht bei weitem nicht aus. Machen wir mal. So ist ganz gut. Und jetzt können wir nämlich einfach hier sagen. Geht das? Ja, es geht. Voilà. So.
Okidoki. Und schon haben wir hier wunderschöne eingebettete Straße. Und hier würde ich tatsächlich einfach so kurz ungefähr die Mitte ist ungefähr, da wo ich gerade stehe. Hier würde ich nämlich einfach sagen. Ohne viel Schnickschnack, bam, 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 bam. Das gleiche dann auch nochmal auf der anderen Seite. Sind wir hier richtig? Ja. Passt ja genau richtig. So. Ist es hier auch? Oh ja, hier ist auch sichtbar. Muss also auch weg. So. Okay. Jetzt haben wir hier jetzt auch wieder zwei Beton. Oh, der ist allzu weit in. Upsili. Das ist natürlich sehr hässlich. Ne, das Auge isst mit. Das ist Tatsache. So. Dann wird die einmal gestützt. Und ansonsten, was war's denn? Mit der Brücke. Ah, okay. Man könnte überlegen, ob man hier nicht einfach durchgängig macht. Macht wahrscheinlich sogar fast Sinn. Nö, machen wir nicht. Jawohl, lala, die Straße nimmt Gestalt an. Guckt euch da mal an, wie schön die ist. Wie schön die ist. Auch wenn der Mittelstreifen schon echt ganz schön fett ist. Aber gut. Das geht halt nicht anders. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier machen mit die Steigung. Ich würde erstmal sagen, um es mir selbst relativ einfach zu machen, sage ich nehme den Bereich, das ist so hoch, ich nehme den Bereich, das ist immer noch so hoch, ich nehme den Bereich bis ungefähr hier so. Warte kurz, wo ist Plus? Da ist Plus, das passt ja perfekt. Geil. Übrigens, Crash Course World Edit. Wenn ihr Sachen kopieren und einfügen wollt, also mit Save und dann Load und dann ein deine Oma, beim Kopieren könnt ihr es machen letztendlich wie ihr wollt. Beim Laden von Objekten ist es aber immer so, dass wenn ihr irgendwo eine Position setzt, also beim Laden habt ihr nur Position 1, und wenn ihr dann sagt, lade das und das Modell, dann geht er immer so, dass 1 die niedrigste Position in allem ist. Ne? Das heißt, wenn jetzt hier der Punkt 1 ist und den Gebäude gespeichert, also angenommen, ihr habt jetzt das Gebäude gespeichert, da ist die 1 und da ist die 2, dann würde ja, wenn ihr das Gebäude laden würdet, da ist die 1, dann auch das Gebäude wieder nach da gehen. Ist aber nicht der Fall. Sondern bei World Edit ist es so, dass es dann immer in die Plusrichtung geht. Das heißt, hier ist der Punkt 1. Da ist plus z, da ist plus x und da ist plus y. Und dementsprechend würde das Gebäude also in die Richtung gehen und nicht in die Richtung. Und deswegen muss man mal aufpassen, dass wenn man die Punkte platziert, dass man es am besten gleich dabei im Hinterkopf behält. Deswegen mache ich schon mal so, dass der erste Punkt bei den niedrigsten Koordinaten ist und der zweite Punkt bei den höchsten Koordinaten. Also hier ist halt, ne, wenn man jetzt hier quasi in den Block reinguckt, plus. Plus und Plus. Und wenn man hier von dem zweiten Punkt in den Block reinguckt, ist es Minus, Minus und Minus. Hat den Vorteil, wenn ich jetzt hier den ersten Block nutze, um sich später wieder zu laden, ist das Gebäude auch wirklich genau bei der gleichen Position, wie ich es gespeichert habe. Das ist der Hintergrund dabei. So, jetzt speichern wir das Ganze mal. 2024 September. Das war 28 und dann eine zufälliger Hashwert. Irgendwie so. Safe. So. Und jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir diesen Bursch, ne? Gib mal her. So. Erstmal hier den schwarzen Linien wegmachen.
So, wie war das jetzt? Bei Borsch muss ich jetzt sagen, also erstmal den Borsch auswählen. So. Und jetzt Borsch ist gleich Load. Und dann kann ich jetzt einfach hier hinklicken, richtig? Ja, genau. Und man sieht, ich bräuchte 2 Borschs. Ich bräuchte 3 Borschs. Okay, kein Problem. Gib mir mal her. Dann mache ich das auch so, wie ich in der Reihenfolge wie ich es mache. Und zwar geht das. So habe ich noch nie gemacht. Erstmal allocate. Dann Wash Set Air. Okay, gut, dann muss ich den Befehl mal manuell eingeben. Okay. Und dann ist der zweite dann halt Load. Dann brauche ich auch nur 2. Bop, bop. So, das heißt, der, bumm, ist jetzt allocated. Ach so, er macht dabei nur wirklich, weil er auch die Region beim Speichern schon runtergeschwenkt hat. Verstehe. Ich gucke gerade, hier wird sowieso wesentlich schneller, steiler. Also ungefähr alle 5 Blöcke immer, dass es hochgeht. Glaubt, müssen wir doch manuell machen. Gut, dann machen wir das wie folgt. Dann machen wir einfach, ich komme hier kurz einen Block. Dahin. Können wir also wirklich einfach direkt so machen hier. Da müssen wir doch ein bisschen mehr Handarbeit machen. Ist aber gar kein Problem. Ja, Pflanze jetzt überall. Die Straße ist halt ein bisschen bewuchert, ne? Ist halt hier so 7 Days to Die. Das heißt, hier ein bisschen alles tot. So. Was ich jetzt gerne machen würde, wäre folgendes. Jetzt brauchen wir von allen Blöcken auch die Schrägen. Und zwar. Da haben wir die Schrägen. Die brauchen wir aber gar nicht. Wir brauchen die Schrägen von der. Gib mir mal ein paar und gib mir mal ein paar. Und wir brauchen Compressed Cobble. Deine Mutter. Dankeschön und Dankeschön. Und dann brauchen wir noch Stone. Was? Achso, Sandstone. Das. Ja, genau. Das und das. So. Ich mache mal tatsächlich, dass es ein bisschen eingedickert ist. So. Jetzt kommst du nach da. Du nach da. Du nach da, du nach da, du nach da und du nach da. 2. Eins. Speichern. So, jetzt brauchen wir doch mal einen Brush. So. Borsch Load sollte klappen. Achso, wenn wir hier erstmal über einen Block platzieren, wo ich ranklicken kann.
noch her? Ja, aber ich glaube, die beiden. Ja, genau. Die beiden obersten Schichten trage ich dann wirklich einfach ab. Das ist so ganz gut. Ey, die sieht wirklich aus wie so eine alte, bewucherte Straße. Ist schon echt geil. Nice. Werde ich natürlich später trotzdem sauber machen, klar. Aber jetzt erstmal. So. Augen zu und durch. Das sieht gut aus. Jawohl. Aha. Mhm. Yep. Perfekt. Genial. Wow. Oh, wow. Nein, was habe ich getan? Ich mörder. So, das heißt, wir brauchen hier nochmal ein bisschen Kit zum Fixen. Da, genau so. Und dann bitte so. Und dann nehmen wir noch ein bisschen der. Nein, nicht die Pflanze, bitte. Krass, mal. Natur, wie das schon klingt. Hey, mach dein. Ich hab kein Teer mehr. Ach man, Nackholm. Das geht doch gar nicht. So. Aber hier ist es. Krass, wer geht das nicht einfacher? Gib mal. Sword. Gib mich mal ein Schwert. Das kann ich jetzt auch weg. Nö. Die Steine kann man auch mit dem Schwert wegmachen. Lol. Ich dachte, da wollen wir eine Spitzhacke für. Die Straße war gleich viel sauberer aus. Jawohl. So. Jetzt kommt der schwierige Part. Jetzt müssen wir nämlich die ganzen Linien verbessern. Ich mache die Linien erstmal komplett weg. Nein, was habe ich getan? So, haben wir das schon mal. Das heißt, muss ich mal die Linie wird immer 4, ne? 1, 2, 3, 4, ja, genau, okay. Markiere ich mir das Ganze erstmal? Ich weiß gar nicht, wie. Okay. Pack dich mal noch da und du noch. So, kommst du nach da, du kommst nach da. So, du kommst danach da und du kommst da. Die brauche ich direkt nochmal. Und hier in der Mitte. Nein, also das wollte ich nicht. Es tut mir alles so leid. Oh, ganz schön windig. Doch. Nein, wieder falsch. So. Geht doch. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich krieg die Krise. 1, 2, 3, 4. So, 1, 2, 3,
4. Dann kommst du wieder nach da. Dann kommst du wieder nach da. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. 4 habe ich gesagt. Das kann kurz dauern so. Oh ja, fast geschafft. So viel ist ja nicht mehr. 1, 2, 3. Ich will mein Leben. 1, 2. Ich will mein Leben. Ich will alles. Einfach alles. Präventiv. Quasi. Du nach da. Und du nach da. 1, 2, 3, 4. Perfekt. So. 1, 2, 3. Nein, ist doch nicht wahr. 1, 2, 3. Gott, dazu mal links mal rechts klicken muss, ist so verwirrend. So. Mhm. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perfekt. So, jetzt wird die Straße wieder glatt lang gezogen. Ich mache jetzt mal hier wieder, dass wir ein ganzes Segment haben. Wie war's? Ich habe kein Compress Cobble. Das doch. Compress Cobble. Nein, da. So, jetzt müssen wir hier ein ganzes Segment haben. 1, 2, 3, genau, hier 1, 2, 3, 4, perfekt. Das heißt, das Segment können wir jetzt wieder kopieren. Hier bitte die 2. Die 1 kommt nach hier. Perfekt. Und das, beziehungsweise die 2 kommt höher. 2 kommt nach da. Und das können wir jetzt hier wieder stacken, bis wir hier hinten rauskommen. Das sind, wir machen mal langsam. Ja, nicht hier, nicht direkt hier eskalieren. Stack da. Machen wir mal 5. 6, 5. Das war noch zu wenig, dann machen wir mal 10. Das sieht gut aus. Ein bisschen zu viel, aber egal. Ja, wunderbar. Jetzt also hier so ein bisschen eingegraben. Das ist ganz in Ordnung. Jetzt können wir jetzt quasi hier dann einmal. Weg da. Können wir denn hier. Manuell kann so ein bisschen anpassen, indem wir hier den Dirtblock hinsetzen. Oh. Gerade als ich da hinten gucken wollte, aber hier. Achso. Warum ist hier Sand? Gerade als ich da hinten gucken wollte, um zu gucken, wie weit ich noch laufen kann, war schon ein bisschen zu spät. So. Und dann habe ich hier das gleiche, aber schon sieht es aus wie gewollt und nicht gekonnt. Verdammt. So. Perfekt. Just perfekt. Hey, komm her, du Arschloch. Arschloch. So, und jetzt hier geht's wieder runter. Das gleiche Spiel, also umgekehrt. Ja. Aber guckt euch das an, das ist so wunderschön, diese Straße. Das ist genauso, wie ich mir vorgestellt habe. Perfekt. Gut.
Aber die andere Seite machen wir dann nächste Folge, weil wir müssen sowieso erstmal gucken, wie weit wir runter müssen. Damit wir da einigermaßen auf die Ebene von den Gleisen kommen. Von daher, das soll es mit der Folge erstmal gewesen sein. Bis dann.